Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papers, Please. Wir gehen eine Runde schlafen. Diebstahl im Ministerium für Grenzschutz, kaum Auswirkung, wenige Gegenstände entwendet. Antikerin spioniert eigenes Volk aus, Geheimnisverräter auf der Flucht, okay. Es war noch nicht vorher klar. 3. Dezember 1982. Yeah! Glückskarussell, schön, dass du da bist. Okay, also wir suchen heute übrigens, weil heute werden da Leute von Dings kommen, die Stefanie Geire, okay, die Stefanie Geire und der Mikael Saratov, okay, Mikael und Stefanie. Ich hoffe, ich weiß es dann noch. Inspektor, durch einen Einbruch beim MFG sind unter anderem Gegenstände und Siegel und Stempel abhanden gekommen. Es wurde nichts von Bedeutung entwendet, doch Geheimnisberichten zufolge sind Fälscher bereits dabei, offizielle erzeugte Dokumente zu fälschen. Bitte wenden Fälschung. Verwissern Sie sich, dass alle erforderlichen Dokumente über gültige Siegel verfügen. Korrelieren Sie fehlende oder falsche Siegel mit den... Okay. Schauen wir uns gleich die Siegel an, dass wir uns die einprägen können. Irgendwo gibt es die. Hier, das sind die Siegel. Also auf den Einreisedingen muss entweder so was Rundes mit so einem Strich und MFG oder was Eckiges mit nur einem Strich. Okay. Und die, oh Gott, wie viel gibt es da? Okay, ja. Ich gebe mir Mühe, es tut mir leid, wenn ich in irgendeinem verpasse. Okay, fangen wir an. Okay, was kommt da als erstes? Papiere bitte. Aus Kolächien. Du hast einen ungültigen Stempel. Mädchen, Mädchen, Mädchen. Das ist ein ungültiger Stempel. Brauchst mich gar nicht voll labern. Der Stempel hier stimmt nicht. Ich lass die mal gleich da. Ich glaube, da kommen heute mehrere. Arrest. Tschüssi. Soll das? Ja, Arrest. Raus. Ja, raus aus meinem Büro hier. So. Oh, unser Kumpel! Na du, hallo guter Mann. Okay, das Siegel stimmt schon mal. Der Georgi Kostava. Ja, dein Hübsche war nicht leicht oder billig. Ja. Transit, also. Bist du zum Transit hier? Ja, das passt schon. Der macht dir bestimmt Transit. Okay, ja, aber das scheint diesmal zu stimmen. Ey, da hast du gut gefälscht dieses Mal. Hier, bitteschön. Du bist der Beste. Als Tocker Ötzka ist das Beste. Hier kannst du haben. Ey, wir haben einen Oberistan-Dollar freigeschaltet und damit ein Steamerfolg erreicht. Geil! Warte mal, war die erste diese Stefanie? Da habe ich nämlich gar nicht auf den Namen geschaut. Scheiße, war das die? Okay. Du bist auf jeden Fall der Hani. Okay, Arbeit 6 Monate, das Ding ist auch so lang gültig, ja. Das hast du auch gesagt, oder? Ein halbes Jahr, ja. Das stimmt schon mal. Gut, die Nummer und so stimmt. Ach, ich frage mich gerade echt, ob das diese Stefanie war. Mist. das Zeichen, stimmt das? Ich schau mal vorsichtig nach. Ja, das gibt's. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, du darfst durch. Ich sehe jetzt hier zumindest keine Unklarheiten. Und machen sie mir ja keinen Ärger. Ja, bitte nicht. Kommt unser Kumpel. Guten Morgen. Du hast 7 Personen verhaftet. Ja, hupsi. Der Bonus ist gut, das reicht nicht. Ja, da fehlt ein bisschen was. Ja, ich weiß. Meine Frau ist jetzt krank. Die Nachbarn stecken sich alle mit der Grippe an. Ich musste Medikamente kaufen und das ist, was noch übergeblieben ist. Den Rest kriegst du nächstes Mal. Na, hoffen wir mal, dass sie uns nicht abzieht. Ja, ich buche halb 7 Leute in 2 Tagen angebuchtet. Das ist jetzt nicht gerade wenig, würde ich einfach mal sagen. Papiere bitte. Transit. Transit und Besuch sind schon mal was anderes. Transit, Besuch. Können Sie mir das erklären? Okay, ich bin nur zu... Okay, ja. Der ist auch noch haltbar, männlich. So sieht er auch aus. Okay, UK, okay, das stimmt auch alles. Boah, ich wüsste nicht, was nicht stimmt, deswegen willkommen. Warte, ich habe die Nummer hier noch nicht überprüft, aber die stimmt auch. Gut. Gabriel Perguni, der ist auch so, okay.
Alter, ich habe keine Ahnung, was mein Nachbar schon wieder treibt. Ich habe Angst. Was ist das normale im Kommunismus? Papiere, bitte. Da fehlt was einwandern. Ja, dann geben Sie mir doch bitte mal Ihre Dings. Hier. Einreisegenehmigung. Ah, das ist der Michael, den müssen wir durchlassen. Das ist der von Etzig. Hier, bitteschön. Der Orden erhebt sich. Okay. Wegen eingesperrt, ja. Ja, ich weiß, da hat was gefehlt, aber das ist so ein Kumpel von mir, weißt du? Okay, du möchtest nach Azotska einwandern. Damit ist es unbegrenzt, ja. Jakob Bernhard, das stimmt auch. Das Datum stimmt auch. Kurister Start, männlich. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, die Nummer hier stimmt auch. Ich sehe jetzt hier keinen Fehler. Dann willkommen in Azotska und ein schönes Leben hier in der Diktatur. Ist doch schön hier in Azotska. Papiere bitte. So, der möchte hier arbeiten. Das, ich will arbeiten. Das freut mich. Dauer des Aufenthalts. Ich bleibe hier einen Monat. Das ist auch gültig dafür. Gut, Stöcker Petr. Okay, da fehlt das I. Das fehlt das hier auch. Ja. Gut. Konsa 0. Okay, das stimmt schon mal. Gültig ist es. Arbeit, das stimmt auch. Stöcker, ja, das stimmt auch. Und das stimmt auch. Gut, dann willkommen in Azdotska. Machen Sie mir ja keinen Ärger. Ja, bitte wirklich nicht. Okay, ja, hat gestimmt. Ich habe nämlich nicht auf die Stempel geschaut, ist mir gerade eingefallen. Einwandern. Okay, heute wollen aber viele rein hier. Das Siegel stimmt. So. Das ist abgelaufen. Und tschüss. So. Papiere bitte. Okay, du kommst aus der Zotska. Dieser Bezirk stimmt schon mal. Das Geburtsdatum stimmt auch. Die Größe stimmt auch, würde ich mal sagen. Die Kilo stimmt auch. Parastasina ist auf jeden Fall ein Ort. Haltbar ist das Ganze. Gut, dann würde ich mal sagen, willkommen in Aztotska. Lebe Aztotska, wie das immer alle sagen, die aus Aztotska kommen. So, ja, beste Stadt. Was habe ich? Was? Der Name hat doch gestimmt. Nur Besuch. Jung ist so, okay, Besuch für ein paar Monate, ja. Ist abgelaufen. Das wird nichts mit deinem Besuch, Bro. Ich konnte jetzt erst kommen, tschüss. So, nächster. Papiere bitte, da fehlt doch was. Nee. Hier, Pass. Ach, kannst du mir den vielleicht gleich geben? Hat das gestimmt, was er gesagt hat? Transit einige Wochen. Ja, das stimmt. So, das ist der Borek Zaff. Okay, das stimmt auch schon mal. Gültig ist es. Oh, mein Tag ist vorbei, dann können wir uns jetzt Zeit lassen. Ablaufen ist er nicht. Er sieht ein bisschen anders als auf dem Bild. Er sieht so ein bisschen dünner aus. Ich habe mich operieren lassen. Ja, dann gib mal Fingerabdrückchen. Kein Alias bekannt. Okay, Fingerabdrücke. Aha. Mir fehlen die Worte. Arrest? Mir nicht. So. Gut. Was haben wir hier? Ah, schau mal, jetzt haben wir hier schon zwei. Ein fremder Mann hat ihnen Geld gebracht. Verbrennen. Geschenk von Essig. Ich nehme das nicht an. Kürzel für Fortschriften. Ja, das nehme ich. Das nehme ich tatsächlich. Okay, aber meine Familie, denen geht's sehr gut. Ja, das Geschenk da von Essig nehme ich nicht an. Hey, da ist ein Essigzeichen. Die Geschichte Azotskas in Bildern und Worten. Meisten Worten. Okay.
Metro in eine Christine steht still, Tunnel eingestürzt, Hinweis auf Sabotage. Ja, dann beginnen wir mal unseren Arbeitstag, würde ich so sagen. Schauen wir mal, was das für wunderschöne. Guten Morgen, Inspektor. Geht es Ihnen gut heute, ja? Ich habe Angst. Ich habe nur wenige Fragen an Sie. Okay. Was ist hier wohl da? Abteilungsleiter, des Sonderermittler. Gestern Abend gab es Probleme in der Metro. Vielleicht haben Sie es in der Zeitung berichtet. Ja. Alles spricht davon, ja. Wir glauben, dass es kein Unfall war. Wir glauben, zwielichtige Gruppe steckt dahinter. Wir glauben, einige ihrer Mitglieder sind über diesen Grenze. Okay. Ich glaube, ich kriege jetzt Stress. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Nein. Das ist eine Art Symbol dieser Gruppe. Wenn Informationen hätten, würden Sie es mitteilen, nicht wahr? Nicht wahr? Ja, natürlich würde ich das tun. Sehr gut. Bitte geben Sie meine Marke und meine Papiere zurück. Die Gruppe ist sehr gefährlich. Sie sollten Ihnen etwas. Okay. Ich glaube, der hat sowas gecheckt, dass wir dahinter stecken. Okay. Ich komme hier nur durch, Dauer des Aufenthalts einige Tage. Ja, das stimmt schon mal. Das Zeichen da oben stimmt auch. Das ist der Alexi Kachinemi. Okay, das stimmt schon mal. 2 Tage will der hier bleiben. Ja. Abgelaufen ist nicht. Ich bin so ein bisschen gerade perplex, weil dieser Heini da stand. Okay, wir sagen einfach mal ja, dass der darf einreisen. Bitte war es richtig, bitte war es richtig. Okay, war richtig. Papiere, bitte. Corsi Pietro. Das Bild hier, das stimmt aber was nicht. Ich habe mich eben nicht gerade gut gehalten. Da sehen sie aus wie Massenmörder, Alter. Diskrepanz. Ihre Fingerabdrücke. Okay, bitte Fingerabdrücke. Warum sind Sie sich nochmal operieren lassen an den Fingern? Eindeutig hier. Arrest. Raus, ja. Raus hier. Kann ja nicht wahr sein hier. Papiere, bitte. Okay, das ist da. Angiorf. Govic. Messov. Orvec. Okay, 91 Kilo stimmt auch. Größe stimmt auch. Geburtsdatum stimmt auch. Ja. Dann rein mit dir. Hier kommen noch ganz viele. Ich suche nach Ingenieuren. Tun Sie mir bitte einen Gefallen. Geben Sie allen Ingenieuren hier diese Karten, okay? Ich krieg Geld dafür, dass ich den Ingenieure vermittle. Okay, ja, mache ich doch. Ist jetzt nicht verboten. Wurde mir jetzt nicht untersagt, dass ich nicht hier Personen vermitteln darf. Okay, ich will zu meinem Mann ziehen. Ja, okay. 30.11., das ist aber schon ein bisschen her, gute Frau. Nee, tschüssi. So, nächster. Papiere bitte, da fehlt der Boss. Beeindruckend, wozu dann überhaupt die Urkunde? Wo ist Ihr Pass? Tut mir leid, hier, ja, gib mir den halt einfach. Sie sehen aber jetzt nicht so aus wie auf dem Bild hier. Da sehen sie aus wie so ein Schwerverbrecher und hier sehen sie aus wie so ein alter Mann. Fingerabdrücke, eindeutig. Okay, schauen wir mal, ob das stimmt. Diskrepanz. Warum fälschen die alle ihre Fingerabdrücke? Bitte lassen Sie mich durch. Arrest. Arrest lasse ich dich hier durch. Was zur Hölle? Passt. Du bist so genau wie die Urkunde da. Billig und scheiße, Alter. Ich hoffe, du sitzt ein bisschen. Papiere bitte. So, der Reed Connor. Dauer ihres Aufenthalts. Ich bleibe hier einige Wochen. Okay, ja, 14 Tage. Das stimmt schon mal. Das hier stimmt aber nicht. Ach Mann, warum arreste ich hier eigentlich heute? Ich bin hier einfach nur noch heute der Arrestmaster. Ja, was tun Sie da? Arrest tue ich da.
So, nächster. Nächster, den ich hier arreste. Papiere. Du bist Ingenieurin. Hier mal für dich. Ich will arbeiten ein ganzes Jahr. Dann, okay, die Genehmigung stimmt schon mal. Milka. Mit Wesker. Okay. Die Nummer stimmt auch, aber ja, das Bild stimmt auch. Die Zeichen sind nett gefälscht. Dann würde ich einfach mal sagen, willkommen in Aztotzka. Schönes Arbeiterjahr im Ingenieurswesen. Wahrscheinlich arbeitet sie nicht mal im Ingenieurswesen, sondern ist hier in der Rosa Sünde angestellt. Zweck ihrer Reise. Ich bin auf der Durchreise. Lange. Okay, 14 Tage. Mariska Zonfeld. Okay, 21.12. war noch nicht, okay. Das ist alles noch haltbar. Sie ist weiblich und diese dämliche Nummer da stimmt auch. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, willkommen in Aztotzka. Der nächste. Papiere, bitte, da fehlt doch was. Einreisegenehmigung. Diskrepanz. Sowas Pflicht, ja, tschüss. Was? Zählt ihr noch? Für Kollechen. Was? Diese Frau hat sich da einfach in die Luft. Warum eigentlich immer die aus Kollechen? Warum eigentlich immer die? Warum? Ich habe letztes Mal gesagt, oh, wir hatten unser Sohn ist krank, der ist immer krank. Warum sollte ich in eine andere Wohnung? Ich möchte auch keine 2000 von Essig, okay? Ich möchte gar nichts von Essig. Okay.